Hallo, liebe Zuschauer. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Das wird hier hoffentlich eine richtig spannende Partie. Und damit herzlich willkommen. Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann führen Sie heute durch das Spiel. Heute spielt der MSV Duisburg gegen den VfL Bochum. Ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luft holen. Und das wird auch heute die Taktik sein. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie nachrücken. Ansgar von Hauenstein ist heute der Unparteiische in dieser Begegnung. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Fröde. Jetzt wird's gefährlich. Fabian Schnellart. Und jetzt die Chance. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Jetzt Eckball. Nein, schwacher Ball. Da können Sie erst mal klären. Fröde. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Fabian Schnellart. Fröde. Gerrit Nauber. Fabian Schnellart. Wird's jetzt gefährlich? Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her, die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzballspiel. Fröde. Lucia. Das macht er gut. Bormheuer. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Ball kommt an, gefährlich. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Fängt diesen Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Fröde.
Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Andreas Wiegel. Fröde. Stoppelkamp. Das könnte eine Gelegenheit werden. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Sydney Sam. Da ist die Flanke. Stoppelkamp. Stoppelkamp. Wird das eine Torchance? Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Stoppelkamp. Fabian Schnellart. Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie, die Chance? Das ist klasse, wie sie das da machen, weil sie ein exzellentes Kurzpassspiel aufziehen. Andreas Wiegel. Bormheuer. Fabian Schnellart. Jetzt könnte es gefährlich werden. Stoppelkamp. Er versucht's. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Sam. Super Tackling. Und jetzt wird es Einwurf geben. Und schon ist der Ball weg. Den Ball gibt Schussversuch. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Der Ball sah erst gar nicht so gefährlich aus, oder Buschi? Ja, stimmt. Ich dachte auch erst, er geht vorbei. Und dann passt er ganz genau rein. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Sam. Lucia. Das könnte gefährlich werden. Guter Pass. Abgeblockt. Lucia. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Wichtiges Tackling hier. Bormheuer. Fröde. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Fabian Schnellart. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Robbie Cruz. Sam. Klasse Aktion. Jamera. Wird's jetzt gefährlich? Das könnte gefährlich werden. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Stoppelkamp.
Musea. Jetzt wird's gefährlich. Sam. Danilo Suarez. Ball kommt weit. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Super dazwischen gegangen. Jetzt müssen sie aufpassen. Guter Pass, das könnte Chance werden. Er schießt. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Fröde. Kevin Wolze. Das könnte eine Gelegenheit werden. Fabian Schneller. Schöner Pass. Da müssen sie aufpassen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Kuschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Durchgang 2 hat begonnen. Das könnte die Chance werden. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Lucia. Stoppelkamp. Dann zieht er ab. Tolle Aktion vom Torwart. Jetzt wird es Ecke geben. Ecke kommt. Das ist Baumeier. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Fröde. Er probiert's einfach mal. Und jetzt gibt's eine Ecke. Jetzt die Ecke. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Sydney Sam. Immer noch gefährlich. Kevin Wolze. Jetzt können sie vielleicht kontern. Stoppelkamp. Fröde. Das könnte gefährlich werden. Gut verteidigt hier.
Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Es wird eine Auswechslung geben. Sam. Eisfeld. Schöne Aktion. Stoppelkamp. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Den Ball holt er. Stoppelkamp. Kevin Wolze. Da wäre Platz für den Konter. Da gewinnt er den Zweikampf. Sam. Robbie Cruz. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Jamera. Wird das eine Torchance? Und jetzt die Chance. Der Ball ist drin. Super vorbereitet das Tor, das muss auch mal gesagt sein. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. 2-1. Hier ist noch alles drin. Fabian Schnellhardt. Stoppelkamp. Jetzt mit schönes Zuspiel. Schöne Flanke. Er trifft den Pfosten. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Heißt es also jetzt. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Es gibt Einwurf. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Wird's jetzt gefährlich? Da geht er hin und faustet den Ball weg. Oliveira Sousa. Jetzt kann er flanken. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt wird's gefährlich. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Und da ist der Ball wieder weg. Da sind Mitspieler frei. Gio. Da passt er auf. Schussversuch. Gut abgeblockt.
Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Eisfeld. Pertl. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da passt er auf und geht dazwischen. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Cauli Oliveira Sousa. Das könnte die Chance werden. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Sam. Oh, toller Pass, gute Aktion. Klasse Technik. Gio, sie haben den Ball und können kontern. Der Konter ist gestoppt, da steht er gut. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Cauli Oliveira Sousa. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Stoppelkamp. Gefällt mir gut heute. Ja, das machen sie richtig gut. Der Ball läuft schön. Gut verteidigt hier. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Stoppelkamp. Fängt diesen Ball ab. Jetzt müssen sie aufpassen. Sam. Geht er rein? Gut reagiert. Das war knapp. Und jetzt geht auch der Torhüter nach vorne. Es hält ihn nichts mehr hinten. Jetzt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Sydney Sam. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.